Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Ultimate Admiral Age of Sail. Es ist der Nachfolger bzw. das Nachfolgespiel von Ultimate General. Da gab es ja auch, ich glaube, zwei Spiele von. Einmal Ultimate General Gettysburg oder noch eins, wenn ich mich nicht komplett täusche. Habe ich auf Anfang eins davon habe ich gespielt. Ist quasi eine Mischung aus Total War in etwas schwieriger, mit besserer KI, mehr Moralsystem, komplexer ist das Ganze gewesen. Und der Nachfolger bezieht sich jetzt auf die Seekämpfe. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi Ultimate General, aber halt in Seeform, deswegen Ultimate Admiral. Das Spiel gibt es ab März zu kaufen, auf Steam unter anderem. Ich packe euch den Link schon mal rein, aber ich darf natürlich in netter Weise schon mal etwas früher spielen. Muss auch gestehen, ich habe das Spiel komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Das war eher so ein Zufallsprodukt war das, dass ich das überhaupt mitbekommen habe. Und vorneweg die Info, es gibt nicht nur Seeschlachten, okay? Ihr könnt auch Landschlachten machen. Der Fokus der Kampagne ist auf Seeschlachten, das ist ganz klar. Ne? Deswegen heißt ja auch Ultimate Admiral. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, bei Schlachten zum Beispiel gibt es dreieckige Schmuggler, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, hier eben auch im Dschungel zu kämpfen, britisches Kommando hier, da, tralala. Und es gibt auch personalisierte Schlachten, wo man quasi selber Schlachten zusammenstellen kann, mit verschiedenen Nationen, Dänemark, Niederlande, Spanien, Frankreich, die United States und Großbritannien. Da gibt es dann auch verschiedene Karten, See, Land etc. Und dann kann man sich da quasi seine eigenen Missionen zusammenbauen. Wir schauen uns jetzt hier das Ganze einfach mal ein bisschen an. Wir spielen mal ein bisschen in die Kampagne rein. Das wäre nämlich Herrscht über die Wellen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das Spiel, ich habe das Tutorial jetzt mal ein bisschen gespielt. Ich meine, die Basics waren mir klar. Ich habe es mir auf alle Fälle mal ein bisschen angeschaut. Die Musik ist angenehm, die im Hintergrund düdelt. Die Schlachten sind verständlich. Es ist alles klar, logisch, was passiert, wenn man einen Fehler macht. Wenn man verliert, dann ist es die eigene Schuld und nicht, weil man irgendwie einen Bug hat oder weil irgendwas passiert, was einen wieder aufregen könnte. Also, es ist alles Eigenproduktion quasi. Es ist wieder so ein Ding, easy to learn, hard to master. Na, man kann halt Verluste machen. Wir kennen das natürlich aus Ultimate General. Vor allem die größeren Schlachten. Ich glaube, es war Ultimate General Civil War gab das, glaube ich, oder? Wo East versus West war. Oder war das Gettysburg? Nein, es gab Ultimate General Civil War. Es gab Ultimate General Gettysburg. Ja, das ist schon richtig in Erinnerung gehabt. Stolz auf mich. Ja, jedenfalls war das ja damals so, ich glaube in Civil War, ich glaube in Gettysburg auch, dass die Schlachten, die Kampagnen über mehrere Tage gingen und dann hat man quasi seine Einheiten am nächsten Tag noch wieder gehabt und konnte die verstärken und etc. hat er quasi so kleine Kampagnen. Aber for generations, my family has sailed the seas. Wir spielen since before my grandfather's time, die erste Kampagne. Been our destiny. And now it is mine. Bin gespannt, wohin uns das führt. One day I went sailing and found that my old boat had sprung a small leak. Wählt, wie eure Geschichte fortfahren soll. Ich habe das Loch mit etwas Treibholz repariert, welches ich in der Nähe fand, oder? Wir haben das Loch mit Holz eines anderen Bootes geflickt. Okay, das würde die Upgrade-Kosten verringern. Ich bin das Risiko eingegangen und trotzdem losgesegelt. Das Loch kann ich immer noch später reparieren. Sie haben eine erhöhte Erfolgschance, wenn Sie Ihre Schiffe für Nebenmissionen aussenden. Minus 5% Reparaturkosten, minus 5% Upgradekosten. Ich würde sagen, wir gehen das Risiko ein, weil 10% Erfolgschance. Klingt gut. Das ist aber nett von meinem Onkel. Als kleiner Junge wohlgemerkt, mit 12. On the open sea, I dreamed of battle and glory on the horizons. But life is difficult in the Royal Navy, far removed from dreams of glory. Remembering my father's lessons, I worked hard to impress the crew. In time, I was made a midshipman, beginning new responsibilities. So, das muss man dann quasi auswählen. Was wir denn hier waren. Ich war der Erbarmungslose bei der Ausbildung der Männer und stellte sicher, dass unsere Kanoniere die zielsichersten in der gesamten Flotte waren. Mannschaftstrainingsgeschwindigkeit plus 5% und das ist billiger. Ansonsten im Kampf trug ich verwundete Crewmitglieder tapfer zum Schiffsarzt, während wir unter Feuer standen. Weniger Verluste. Oder die Moral der Crew ist wichtig. Mannschaftsrekrutierung ist billiger. Das Kosten
Kosten der Anheuerung von Veteranen wird billiger. Ich würde sagen, ich bin ein erbarmungsloser Ausbilder. We were forged together in the crucible of battle. For gallantry, I was recommended for promotion to the rank of lieutenant. But first, I must pass the lieutenant's exam. I was summoned before a board of captains. After a lengthy examination, they asked me what I thought the Navy's greatest strength was. Oh, die größte Stärke der Marine. Die Offiziere, keine Marine wird besser geführt. Billigeres, weniger Kosten für Anheuerung von Offizieren. Die Flotte. Minus 10% Anforderungen für Zugang zum nächsten Level. Fortschrittlichere Technologien schneller freischalten. Oder unser Ruf. Ansehen wird in der Admiralität erhöht. Plus ein Ansehen pro Gefecht. Ich würde sagen, die Flotte. Überzahl ist key. I said, for no other Navy possesses our numbers or our technology. They nodded their heads in assent. Then asked me for my appraisal of the Navy's current strategic situation. Wer? Unsere Flotte. Ist auf dem Gipfel ihrer Macht, während unsere Feinde verstreut und deorganisiert sind. Die Feinde werden schwächer. Ah, ich kann den Schwierigkeitsgrad auswählen. Feindestärke plus 20%, Belohnungen geringer. Das Standardeinstellungen oder die Krabbe macht den Bitch-Move und erhöht die Belohnungen und verringert die Feindestärke. Der Grund, warum Krabbe das macht. Old gray-haired captain asked me about my skill in the organization of amphibious operations. Ganz einfach. Krabbe möchte Spaß haben und das Spiel vorstellen und nicht hier tryharden. Das können wir immer noch machen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das Spiel ist super geil und mach mal Schlachten und Kampagne und dies, das, dann können wir immer noch mal irgendwie mal Schlachten machen oder irgendwie sowas auf extrem harten Einstellungen. Aber es geht jetzt hier erstmal darum, das Spiel ein bisschen vorzustellen. 1, 2, 3, 4 Folgen. Und dann können wir immer noch weiter gucken, wie das Spiel ankommt. Und unsere Geschichte können wir auswählen. Was nochmal was? Ach, zu Land. Ja. Wir haben jetzt quasi so einmal die. Land, I want back off immediately. The board applauded my answers and took a moment to reach their consensus. Congratulations, sir, they said. You have Yay. Just made lieutenant. Juhu. Ja, wir haben jetzt jedenfalls einmal auf Land und einmal auf See unsere Schwierigkeit eingestellt. Adaption. Lassen wir mal aus, weil ich keine Ahnung habe, was das heißen soll. Gut, da sehen wir unsere Admiralität. Offiziere haben wir alle nicht eingestellt. Ich kann auch mein Bildchen auswählen. Ja, alles. Achso, es gibt nur ganz wenige zur Auswahl. Wir nehmen mal den Schnösel da, der gefällt mir sehr. Ein Leben in Schande ist scheußlich. Admiral Horatio Nelson. Den kenne ich irgendwoher. Da sehen wir auch im Hintergrund ein Ladebildschirm mit einer schönen Schlacht. So, Spanien bewacht die Mündung des San Juan-Flusses mit einer strategisch platzierten Festung unter dem Kommando des Generalkapitäns von Guatemala. Die Einfahrt in den Fluss zu sichern eröffnet die Route in den Lake Nicaragua und wird diese reichen Länder unter die Herrschaft Großbritanniens und seiner Majestät König Georg III. Bringen. Ein Frontalangriff scheint selbstmörderisch, aber uns steht scheinbar keine andere Möglichkeit zur Verfügung. Sie müssen das Fischerdorf sichern und dann den Hügel hinaufmarschieren. Na ciao. Das Fort erobern und seine Küstenbatterie ausschalten. Die Spanier werden alles tun, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Sie werden also schnell und entschieden handeln müssen. Achten Sie auf die Küstenartillerie. Sie kann ihren Angriffstrupp vernichten. I don't like it. Okay, also wir landen hier ganz hinten. Spanien hat eine Marinepatrouille in der Gegend. Unser Schiff wurde von den Korvetten Galga und Mercedes entdeckt. Ihre ersten Salben haben die Brücke getroffen. Der Kapitän ist schwer verwundet und der erste Offizier wird vermisst. Die Situation ist ernst. Oh ja, ciao. Warte mal, was? Unsere Truppentransporter folgen hinter uns. Sie werden den Schiffsgefechten aus dem Weg gehen und abwarten, bis sie beendet sind. Ohne unseren Schutz werden sie zu einer leichten Beute für die Spanier. Die HMS Ceres, eine leicht bewaffnete Brig, ist hochgesegelt, um sich uns für den Kampf anzuschließen. Okay, es sind meine Schiffe quasi. Und das ist das spanische Schiff. Die Mannschaft wartet verzweifelt auf einen Anführer, der das Schiff durch seine Feuertaufe bringen kann. Sie haben keine Wahl, als das Kommando zu übernehmen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze doch gleich mal an. Lass uns hier sehr lange. Wir schießen hier auch direkt auf die spanische Fregatte. Also ich kann nur mein eigenes Schiff steuern, oder was? Oder wie? Oder wo? Hä? Oder kann ich überhaupt irgendwas steuern? Ne, warte mal, das bin ich. Ach Leute, das ist unser Schiff. Ich dachte, das ist unser Schiff. Okay, kleiner Fehler. Einmal wenden bitte. So, Jungs, kommt ihr bitte zu Hilfe. Ah, okay, da ist hier, da ist der Bereich, in dem sie in die Schlacht eintreten. Okay, gut.
Dann haben wir quasi direkt die erste Schlacht. Wir schießen. Wir haben übrigens zur Auswahl normale Kanonenkugeln. Dann haben wir Kartätschen. Die sind gut gegen Panzerung und gegen Männer. Also kann Crew ebenfalls angreifen. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch die Kettengeschosse. Die sind eben gut, um die feindlichen Segel zu zerstören. Was die Beweglichkeit verringert. Ich kann euch nicht steuern. Okay, gut. Die Spanier machen das natürlich jetzt sehr geschickt und fahren uns hier. Der Wind kommt von Südost. Ja, so in etwa. Okay, wir kommen nicht wirklich weg. Wir sind aktuell leider gegen den Wind. Jetzt ist unser Schiff da. Jetzt können wir es auch steuern. Und dann versucht, fahrt ihr mal dort rein. So, das Schiff schießt übrigens automatisch, wenn man hier in dem Bereich drin ist. Sehr gut, ersten Treffer. Machen hier schon mal Schaden an der Hülle. Guter Schaden, sehr schön. Aber jetzt hier auch die Segel, machen wir ein bisschen die Segel kleiner. So, du gehst gleich mal direkt rein. Du schießt dann auch mal auf das Schiff hier danach schon mal. Vielleicht solltest du nicht ganz alleine hier drauf segeln. Warte mal. Ah, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Die laden nach auf der Seite. Jawohl, jetzt schießen die Kollegen. Das rote ist das Leben. Das blaue ist die Crew. Ne, ich habe keine Ahnung, was das blaue ist. Der Zustand, also die Ausdauer, glaube ich. Und dann gibt es noch das gelbe. Das gelbe ist dann, glaube ich, die Crew. Aber nagelt mich nicht drauf fest. So, ihr seht, was ich jetzt mache. Ein ganz geschicktes Manövrierungsmanöver. Umfahren die jetzt hier einfach mal mit unserem Schiff. Schau, gleich mal schießen, bitte. Sehr schön. Das Ding hält leider ein bisschen mehr aus. Nicht drehen. Ah, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd von der Entfernung. Schieß mal da drauf. Ah, ein paar Treffer gibt's. Keine großen leider. Ah, hier war ein guter Treffer dabei. Sehr schön. Also das Schiff hat schon gut Schaden bekommen. Die laufen auch schon alle ganz panisch auf dem Schiff hin und her. So als ob sie was... Nein, eigentlich laufen sie gar nicht panisch. Irgendwie sieht das so aus, als ob es denen scheißegal ist, was hier gerade geschieht. Ah, die wavern. Na, wenn's blinkert, dann haben sie Angst. Das erinnert mich übrigens an World of Warships und World of Tanks, was wir hier sehen. Fürs Protokoll. Wir versuchen jetzt von zwei Seiten zu bombardieren. Das ist eine gute Idee. Was ihr übrigens machen könnt, wenn ihr das Spiel selber habt, Schwerter. Ihr könnt einfach nichts auswählen. Und dann nehmt ihr die linke, also eure Maus und drückt einfach die linke Maus. Dann könnt ihr einfach hier die Schiffswege bestimmen. Wenn ihr das Schiff auswählt, geht das nicht mehr. Aber wenn ihr das Schiff nicht ausgewählt habt, könnt ihr einfach hier so den Schiffspath festlegen quasi. Ist ganz praktisch. Vor allem, wenn man viele Einheiten befehligen muss. So, maximale Fahrgeschwindigkeit bitte. Oh Gott, die wollen uns entern, kann das sein? Gib dem bitte Breitseite. Hier auch, einmal fett rein. Entern könnten wir die natürlich auch, aber ich glaube, das würde uns etwas auf die Schnauze geben. Komm, gib dir eine gute Breitseite von zwei Seiten jetzt hier. Sehr schön. Oh, wie in den Filmen. In dem Film ist das hier. So mag ich das. Immer rein da. Die haben immer noch eine gewisse niedrige Moral. Wir haben den gut hier eingesteckt. Unser Kapitän ist ja gestorben, leider, nach wie vor. Okay, geben wir denen nochmal eine rechte Breitseite. Das Wichtige ist, man muss auch mal beide Seiten nutzen, ne? Nicht nur mit der einen Seite schießen und mit beiden Seiten schießen. Das ist so das Problem, was ich auch meistens habe, dass ich das immer nicht mache. Wo schießt ihr denn hin, Leute? Hör mal auf zu schießen, da ist doch gar nichts. So, die kriegen jetzt eine richtige Breitseite, hoffe ich, von unseren Jungs hier. Hallo, feuert. Gut oder auch nicht. Aber jetzt dann bitte auf der anderen Seite schießen. Also irgendwie gehen die alle vorbei, die Schüsse. Man sollte halt auch gerade halten beim Schießen, ne? Jetzt da zum Beispiel, so. Kann natürlich auch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Wenn es einem zu lange dauern sollte. Ich kann übrigens auch die Steuerung der KI übermitteln. Mit dem KI-Button. Mit dem AI-Button. Das heißt dann eigentlich, dass die KI das Schiff kontrolliert. So, wir haben unseren nächstes Schiff ist eingetroffen. Die nächsten Schiffe treffen jetzt gerade alle ein. Das dürfte die Schlacht entscheiden. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht die... Ja. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu nah an die Küstenbatterie rankommen. Das ist das, was sie auch, glaube ich, wollen, diese spanischen Hunde. Die wollen uns da in die Festung locken, dass wir da abgeballert werden. Da muss man aufpassen. Davor hat man uns gewarnt. Die Dinger können uns eigentlich kaputt ballern. Genauso wie die da. So, auf geht's. Segel
Segel wieder aussetzen, bitte. So, ihr geht dorthin. Das Ding ist KI-gesteuert übrigens, ne? Habe ich gerade von der KI befehligen lassen. Machen wir da weg. Brauchen wir nämlich nicht. Was schießt denn hier so? Okay, die schießen hier wieder aufeinander. Wir sind aber fast Geschichte hier, die Kollegen. Haltet hier mal ein bisschen die Position. So, das sind unsere ganzen Truppentransporter. Wir müssen halt hier landen. Hier ist unser Landungsziel. Hier hinten können wir nirgends landen. Wir könnten vielleicht... Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir hinten landen können. Das ist, glaube ich, nicht... Nee, ich glaube, wir können ja nicht durchmarschieren. Wir müssen hier landen. Wir müssen das erobern. Das wird umkämpft sein. Gehe ich mal stark von aus. Okay, auf geht's. Ein bisschen kämpfen müssen wir dann schon, Leute. Übrigens natürlich auch ganz wichtig, wir können auch immer speichern, ne? Man muss nicht immer eine Schlacht an einem Tag führen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Genauso wie es eine Seeschlacht nicht an einem Tag zu gewinnen. Die Mercedes ist nach wie vor tricky. Ne? Ich möchte, wie gesagt, erst die Seeschlacht gewinnen. Ich wollte jetzt hier irgendwas anderes machen. Das sieht auf alle Fälle gut aus. Wir können versuchen, die Mercedes zu entern nachher. Also die HMS Richmond wurde auf alle Fälle gerettet. Das kann ich erfolgreich sagen. Und mal gucken, wie das ausschaut, wenn ein Schiff sinkt, weil die müssten gleich sinken. Ein Schuss noch oder sowas. Die haben gar nichts mehr. Die sinken auch schon. Die sind schon halb unter Wasser. Ich setze nochmal letzte Salben ab. Und das wird es dann gleich gewesen sein. Wobei, wir treffen die gar nicht mehr, weil die schon halb unter Wasser ist. Ah, die läuft schon. Ah, nee, warte mal. Das Symbol heißt gleich, dass die unter Wasser läuft hier. Die säuft gerade ab, die alte. Ah, die können nicht schießen. Ah. Die können nicht schießen. Das sind ja nur drei in die Truppentransporter. Ich trottel. Ah, jetzt hat. Wir müssen das unbedingt verhindern, dass die sich hier mit den anderen zusammenschließen. Schieß die kleinen Schiffe ab, bitte. Weil die können nachher in die Schlacht eingreifen. Das möchte ich nicht. Ah, das wird ja wahrscheinlich passieren. Nutzen wir mal Kartätschen hier. Ah, wobei da leider nach wie vor noch das andere Schiff rumgammelt. Ah, eins ist zerstört worden, oder? Ach nee, die sind auf die Mercedes gegangen, oder was? Oder habe ich die zerstört? Nee, die sind auf die Mercedes gegangen. Die haben sich gerettet, die feigen Hunde. Okay, pass auf, ihr geht dann schon mal dorthin. Das ist natürlich blöd in der Situation. So, ihr schießt dann mal bitte trotzdem noch auf die da drauf, wenn ihr könnt. Vielleicht landen wir ja einen Glückstreffer. Wenn wir ein bisschen Glück haben, weil ich glaube nicht. 57 Mann machen sich da auf den Weg an Land. Gucken, dass wir das Ding noch schnell zerstören. Schnell. Kreuzfeuer. Ah, die haben eine gute Salve kassiert. Oh, das hat wehgetan. Sehr schön. Auf geht's. Einfach weiter ballern. Meine gute HMS Ceres. Gebt ihnen gleich nochmal eine Breitseite mit. Ihr bringt euch in Position. Ja, die sind hier. Die sinken. Schießen wir mit zwei Schiffen hier schöne Breitseiten. So mag ich das. Jawohl, das ist. Ja, oh, die. Oh. Oh, die ist explodiert. Das ist ärgerlich. Das ist. Nee, eigentlich nicht. So, eigentlich ist es gut. So, also, folgendes. Machen wir folgendes. Genau, ihr geht alle mal kurz hier hin, an Land, dass wir uns hier nachher die Beine vertreten können, ein bisschen. Ihr auch. So, dann lassen wir euch mal alle zu Wasser. Und da sind auch schon feindliche Milizen. Milizen. Müssen jetzt natürlich hier landen. Lassen euch auch zu Wasser. Euch ebenfalls. Was? Höchstgeschwindigkeit? Was? Was für ein Ding? Irgendwas mit Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ich glaube, dass die aktuell nicht so wirklich an Land möchten. Anker werfen. Also werfen wir euch hier auch mit einem Anker. Auch Anker werfen. So, jetzt hat. Ja, eigentlich wollte ich euch noch gar nicht an Land lassen, aber ihr wart so hoch motiviert scheinbar. Kann ich euch nochmal abbrechen? Möge ich dann nicht bitte alle gleichzeitig an Land gehen? James Legion First Cohort.
Gucken, was die beiden Boys hier noch so an Einheiten haben. Das Problem ist, ich kann mit meinen Schiffen, soweit ich das weiß, nicht mit an Land angreifen. Es ist der 25. Februar 1780. Es ist 8.36 Uhr. Unsere Jungs, ich weiß nicht, wo die schwimmen. Habt ihr eigentlich nie was befohlen, da hinten hinzuschwimmen? Ich glaube, ich kann nicht angreifen mit unseren Schiffen, ne? Das wäre auch zu overpowered. Weil es eigentlich nicht unlogisch ist. Eigentlich ist es nicht unlogisch. Doch, wir können drauf schießen. Soll ich einfach mal Feuerunterstützung leisten? Keine Ahnung. Nee, okay, das bringt nichts mehr. Anker werfen. Okay, schießen wir einfach mit unseren Schiffen ein bisschen mit drauf. Die ebenfalls. Oh, die schießen da oben auf die Artillerie. Treffen die auch? Nee, ist von der Range zu kurz. Aber rein theoretisch würde es gehen. Ding ist natürlich, in der Sekunde, wo wir jetzt unsere Einheiten hier zu Wasser lassen, ist da natürlich, glaube ich, nicht mehr genug Crew an Bord, oder? Ist da noch genug Crew an Bord? Doch, da ist noch genug an Crew. Oh. Okay, ich sag nichts mehr. Ich nehme alles zurück. So, ihr dreht euch auch schon mal in Position hier. Was macht ihr denn? Das Schiff muss sich doch nur drehen. Da braucht ihr nicht hier groß irgendwie Krawalle machen. So, pass auf. So stehen bleiben. Stopp. Anker. So. Alle an Bord. An Land. Du auch. So, da ist unsere komplette Armee. An Land. Auf geht's. Auf, Mannen. Erobern wir das erste Ziel. Finde ich übrigens relativ cool auch, muss ich sagen. Ich finde es relativ cool, dass man hier seine Einheiten auch so schön an Land schicken kann. So, oh, da kommt der Feind. Da ist der Feind. Direkt mal in Position bringen hier. Die wollen das jetzt natürlich hier bei der Landung einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Ihr dürft übrigens gerne schießen, ne? Fürs Protokoll. Mit Kartätschen oder so auch, wenn es sein muss. Ist mir egal, Hauptsache ihr schießt. Ein paar Leute stehen noch da an den Kanonen. Die sollen mal was machen für ihr Geld. Haben die das Haus hier besetzt? Ja, die Hundesöhne. Aber die treffen uns hier nicht. Wir sind außerhalb der Sichtweite. Kanonen schießen, wir schießen. Alter. Tschüss. Also. Auf geht's. Und begeben wir uns mal in Position. Was? Lieutenant Horatio Nelson wurde... Was wurde er? Er wurde... Ich weiß aber nicht was. Ist er gestorben oder... Ist er in Rente gegangen? Oh, wir verlieren einige Truppen. Ach, das sind diese scheiß Batterien da hinten. Ach Gott, und ich Trottel. Ich hab's ganz vergessen. Stimmt, die haben ja noch uns davor gewarnt. Stopp. Wir müssen sofort mit Gewalt das Depot erobern. Ganz vergessen. Shit. Seht ihr, genau sowas passiert, wenn man da nicht aufpasst. Dann verliert man hier einige Truppen, weil man nicht aufpasst. Alter, machen die Verluste. Fügen die uns Verluste zu. So. Genau, hier Bajonettangriff. Und die haben ihre Einheiten zurückgezogen. Haben sie wahrscheinlich jetzt hier oben zurückgezogen. Milizia hat sich ergeben. Das gibt uns dieses Nachschubdepot hier. Sehr gut. Dankeschön, Milizia. Wichtig. So, dann bringen wir uns jetzt erstmal in Position. So. Ich bin noch nicht ganz mit der Steuerung vertraut. Es wird jetzt aber, glaube ich. Also die sind weg. Die kommen auch nicht wieder. Wir sind auch wieder aufmunitioniert. So viel gibt es auch gar nicht zum Aufmunitionieren. Und wichtig ist, dass wir jetzt hier uns ein bisschen hinbewegen. Jetzt mal ohne Witz, was haben denn die für eine Range? Diese Kanonen. Okay, wir müssen weiter vorrücken, jetzt ohne Witz. Wir haben gar keine andere Option, als weiter vorzurücken gerade, weil diese Kanonen uns kaputt schießen. Diese Kanonen schießen uns den Arsch weg. Ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Könnte ich vielleicht trotzdem... Nee, da kommt der Feind jetzt von Süden. Machen sie sehr schlau natürlich in der Situation. Na, wir müssen angreifen auf der einen Seite. Ist die Frage, ob wir da oben auf Widerstand treffen oder ob wir jetzt hier einfach vorstürmen könnten. Da sind weitere feindliche Einheiten. Okay, dann versuchen wir jetzt... Wir müssen die hier trotzdem abfallen. Ich weiß nicht, was die hier vorhaben.
Wir suchen jetzt hier trotzdem das Gefecht. Wir gehen damit drauf ein auf das Ganze. James Legion Second Court hat sich zurückgezogen. Das ist schlecht. Auf geht's. Ah, okay, die ziehen weiter sich zurück. Dann versuchen wir jetzt hier oben weiter die Batterien zu erobern. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Aber ich würde sagen, gemein wie ich bin, machen wir das nächste Folge. Nächste Folge geht's weiter mit Ultimate Admiral Age of Sail. Die Seeschlacht haben wir erfolgreich geführt. Die Landschlacht erweist sich etwas hartnäckig, wie es auch schon von unserem, Hinweisegeber bezeichnet wurde. Natürlich hier das Problem, dass wir eben diese Batterie hier nicht umgehen konnten. Hätten vielleicht versuchen können, hier drüben zu landen. Fällt mir gerade auf fürs Papier. Also müsste ich diese Karte wiederholen, würde ich das nächste Mal hier landen. Dann könnte man, wir müssen das Dorf aber auch erobern. Hast wieder den Nachteil, dann musst du hier, man könnte zuerst die Batterien hier angreifen und dann das Dorf erobern, ne? Seht ihr, das ist halt auch genau das. Man muss halt auch gerne mal die Lage dann sondieren, aber das war halt das Einfachste auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was passiert wäre, wenn wir hier entlang gesegelt mit unseren Schiffen. Ich glaube, die hätten uns gar nicht so wirklich treffen können, ne? Also fürs nächste Mal sollten wir das wiederholen müssen oder solltet ihr das selber spielen, würde ich tatsächlich empfehlen, hier zu landen und dann quasi hier hochmarschieren. Wir haben ja auch guten Platz zum Kämpfen. Dann natürlich diese Batterien erobern. Das kann auch schief gehen, ne? Hier stehen halt einige Kanonen, ne? Es kann auch sein, dass die uns hier die Schiffe kaputt ballern, wenn wir da lang segeln. Das ist halt wieder, ja, das musst du halt ausprobieren, ne? Aber wir sind erstmal dabei, unsere Offensive fortzuführen. Die zwei Truppen hier an der Küste, die, ja, den schicken wir die Kollegen in den Hals und unsere Hauptarmee schicken wir eben hier in die Miliz zu überrennen und dann hoffe ich, dass wir dieses Artilleriebataillon da hier möglichst schnell außer Gefecht setzen können. Und dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder zu Ultimate Admiral. Macht's gut. Tschüss.